Oh wow, was steht denn hier rum? Eine Saxophonfamilie. Hallo. Hallo. Hallo Christian. Hallo Peter. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe mal gedacht, ich bringe meine Saxophone mit, zumindest einen Teil davon. Ja, sehr schön. Und das sind die populärsten Saxophone. Magst du dich erst kurz vorstellen, ja, und dann kannst du deine Instrumente zeigen. Mein Name ist Christian Wolz. Ich habe das Glück, den schönsten Beruf der Welt zu haben. Ich bin Musiker, Saxophonist und Gitarrist und auch Komponist. Ich schreibe viel Musik für Bands, auch für andere Leute. Und genau, und heute möchte ich gerne die Saxophone vorstellen. Und ich fange gleich an mit meinem Lieblingssaxophon. Das ist das Tenorsaxophon. Also hier sehen wir vier verschiedene. Das ist nach Tonhöhe und Stimme geordnet, Bariton, Tenor, Alt und Sopran. Und das Tenorsaxophon möchte ich als allererstes zeigen. Das ist im klanglichen Bereich sehr warm. Klingt so. Ganz kurz noch vorneweg zur Haltung. Das Instrument am besten vor dem Körper halten, nicht Seithaltung reingehen, vom Stand her ein bisschen breitbeinig, ausgewogen, dass man sicher steht. Dann halte ich das Instrument mit den zwei Daumen, aber ich ziehe es nicht nach oben, sondern ich lasse das gesamte Gewicht an dem Nackengurt hängen und muss es einfach so einstellen, dass ich es ohne nach oben zu ziehen zum Mund führen kann. Deswegen, weil ich, sobald ich das Instrument seitlich vom Körper halte, in die Drehung reinkomme, mein Gewicht dann automatisch auf die linke Seite verlagere und mir so auch die Möglichkeit nehme, die Lunge richtig aufzumachen. Ah, ja. Und mit der Zeit einfach eine Fehlhaltung, ja, durch eine Drehung nach rechts. Das ist eine einseitige Belastung. Genau, und die Schulter geht dann auch, oft nach oben, da muss man ein bisschen aufpassen. Genau, das war das Tenor. Dann komme ich zum wahrscheinlich meistgespielten Saxophon. Das ist das Altsaxophon. Auch meistens das Einstiegsinstrument. Einfach auch wegen der Größe. Das Altsaxophon habe ich auch angefangen. Sehr gut, sehr gute Wahl. Genau, weil wenn man anfängt, Saxophon zu spielen, die Finger oft auch noch nicht so langsam und vor allem das Gewicht zu schwer ist. Das Instrument halte ich genau wie das Tenor vor dem Körper. Und zwei Daumen justieren das Gewicht und dann stelle ich kurz so ein, dass man es zum Mund führen kann. Der Klang ist jetzt einfach ein bisschen höher. So klingt das Altsaxophon. Dann gehen wir in der Tonlage weiter nach oben und kommen zum Sopransaxophon. Das ist ein besonderes Sopransaxophon. Ziemlich alt. Wie alt? Das ist von 1920. Oh. Und hat deswegen leider keinen Gurthalter. Das heißt, ich muss jetzt hier das Gewicht mit dem Daumen halten, so wie eigentlich beim Klarinette spielen. Und das Sopransaxophon klingt so. Sehr schön, sieht fast ein bisschen aus wie ein Kindersaxophon in Form. Und ich habe auch manche Schüler, die sehr viel anfangen wollen zum Saxophon spielen, die haben manchmal ein gebogenes Sopran und man einfach mit den Fingern dann besser hinkommt. Ja. Jetzt kommen wir zum größten Instrument, das ich mitgebracht habe. Das ist das Bariton-Saxophon. Bei dem Bariton-Saxophon würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen, generell eigentlich bei jüngeren Spielern, einen Schultergurt zu nehmen. Da steckt man so ein wie so einen Sicherheitsgurt und tut ihn dann vorne zumachen. Hängt das Instrument, hängt dann dem Gewicht nicht mehr in den Nacken, sondern wirklich zu 100% an den Schultern. Das ist
dann auch eine Entlastung? Das ist eine Entlastung des Bankes und ist schon vom Gewicht her ziemlich schwer. Und einfach, wenn das die ganze Zeit um die Schulter hängt, dann kriegt man bestimmt mit der Zeit Probleme. Und die kann man so ganz gut vermeiden. Das Instrument kann ich jetzt leider nicht mehr vor den Körper setzen, einfach weil die Form so groß ist. Ich kann aber trotzdem darauf achten, dass ich das Ganze so einstelle, dass ich aufrecht stehe. Und das S-Bogen-Mundstück, dass ich vom Kopf her trotzdem gerade halte. Und das klingt dann auch so. Da bin ich dann schon hier im Tuba-Bereich unterwegs und spiele auf Bassliegen, genau. Das ist Bambi. Hört sich ein bisschen an wie eine Dampflok. Ja, ich kann ordentlich Gas geben. Genau. Klasse. So viel zu den Instrumenten. Sehr schön, danke fürs Zeigen. Sehr gern. Und ich habe jetzt auch einige Übungen speziell für Saxophon, die ich einladen und natürlich auch euch dann jetzt mitzumachen. Okay. Wir starten erstmal mit einer Warm-Up-Übung. Das ist eine Übung aus dem Power-Yoga. Die nennt sich der Skater. Dazu setzen wir mal ein Bein hinter dem anderen diagonal weit zur Seite. Das Bein wird ganz gestreckt. Die Arme kommen in eine Beethaltung. Und jetzt drehen wir den Oberkörper in Richtung des Beins. Der Ellbogen wird zum Knie geführt und wir schauen auch so weit wie möglich zur Seite in Richtung des Beins. Einige Sekunden so halten. Und dann wechseln wir den Skater ab zur anderen Seite. Ein bisschen wackelig. Muss man auch das Gleichgewicht halten. Der Oberkörper dreht sich, der Ellbogen wird ans Knie gesetzt und wir schauen dort weit zur Seite. Sehr schön, kommt zurück zur Mitte. Und für die nächste Übung stellen wir uns hüftbreit, die Knie werden gebeugt, die Hände auf die Knie gelegt und wir machen uns im Wechsel einmal ganz rund. Und dann formen wir ein Hohlkreuz. Der Kopf schaut Richtung Decke nach oben, so dass die ganze Wirbelsäule mobilisiert wird. Immer im Wechsel einmal ein Rundrücken. Eine sogenannte Kyphose auf Latein. Und sobald wir im Hohlkreuz sind, ist es eine Lordose. Oder auf Schwäbisch ein Katzenbuckel. Ganz rund machen, genau. Und ein Hängebauchspein, wenn man den Bauch nach unten rausstreckt. Und dann kommen wir zurück zur Mitte und richten uns wieder auf. Das war die Kyphose und Lordose. Da wurde die ganze Wirbelsäule mobilisiert und jetzt machen wir eine Übung nur für den oberen Rücken und für den Schultergürtel. Okay. Wir legen die Hände auf die Schultern und machen nun eine Windmühle. Also wir drehen die Arme nach vorne, die Bewegung sollte aber aus der Schulter herauskommen und ich führe diese Übung bevorzugt rückwärts aus, also dass wir die Ellbogen nach hinten kreisen, denn so arbeiten wir in die Aufrichtung. Das Instrument wird ja sowieso vorne gehalten und somit kann man hier ein bisschen aufmachen. Genau, machen wir auf. Oberkörper auch leicht mit drin und je nach Bedarf mehrmals wiederholen. Das wäre also eine Übung für alle Saxophone, jetzt aber speziell eine für Bariton und Tenor, denn diese sind schon recht groß und auch schwer. Da heißt es, müsste man nochmal extra speziell für die rechte Schulter was machen, wenn man eben gerade beim Bariton, wenn man es seitlich hält, auch mit der Schulter weit vertreten ist nach hinten weg. Genau, ja. Das zu vermeiden, hier die Lockerungsübung, ein Schulterachter. Okay. Wir versuchen mit der Schulter eine Acht zu malen. Okay. Der Arm bleibt einfach hängen. Und da merkt man schon bei der Ausführung, dies ist gar nicht so einfach. Koordinativ
sehr anspruchsvoll. Die Bewegung sollte auch fließend stattfinden und nicht ruckhaft. Wenn dies gut gelingt, kann man auch mal einen Richtungswechsel einbauen. Fühlt sich an wie Schreiben an. In der ersten Klasse. Ja, genau. Immer lächeln dabei. Okay. Wunderbar. Und das machen wir, wie gesagt, nur mit der rechten Schulter. Okay. Du hast uns, glaube ich, auch eine Übung mitgebracht. Ja, Möchtest du dir zeigen? Gerne. Ich habe eine Übung. Das mache ich, wenn ich länger spiele, vor allem. Mhm. Oder auch zwischendurch mal, um die Sehnen ein bisschen zu dehnen. Fingersehnen. Und zwar, ich nehme beide Arme nach vorne, die Hände so nach hinten und dann strecke ich auch die Finger, so weit wie es geht. Und ich nenne das Ganze Fächerübung. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie ein Fächer und jetzt drehe ich die beiden Hände ein bisschen. Und jetzt merke ich schon, dass es in die Unterarme, auch in den Ellenbogen, die Sehnen sehr gut gedehnt werden. Aha, ja, spüre ich auch. Und jetzt kann ich das Ganze einfach in der Drehung, kann ich noch die Arme nach hinten nehmen, einfach nur weiter drehen. Mhm. Dann dehnt es auch die Brustmuskulatur. Genau, ich gehe da vorne, mache ich auf, weil ich ja immer nach vorne hänge, im Saxophon. Einfach weiter drehen und dann wieder zurück. Auch gar nicht schnell, sondern gemütlich, wenn ich vorne bin. Einfach aufhören, die Bewegung in die Arme nach unten nehmen. Mhm. Und das finde ich einfach hier, in dem ganzen Bereich oben. Und weil die Finger eigentlich immer in der Haltung sind, und jetzt mache ich das alles auf und dann kann ich auch wieder entspannter weiterspielen. Ja, stimmt. Schöne Übung. Danke dafür. Sehr gerne. Wir haben für die nächste Übung ein Theraband. Okay. Okay. Das wickeln wir jetzt ab und halten dies an den Enden fest. Mhm. Und jetzt stellen wir uns mittig auf das Theraband, und zwar hüftbreit. Die Knie sind leicht gebeugt. Das Becken zeigt in Äquatorstellung. Bauch und Rücken in Vorspannung bringen. Die Übung heißt der Schmetterling. Wir führen jetzt die Arme gestreckt bis auf Schulterhöhe nach oben, leicht angewinkelt in den Ellbogen und dann wieder lösen. Die Hand bleibt in Verlängerung des Arms, also nicht das Handgelenk so abknicken, sondern gerade bleiben. Und jetzt, okay, je nach gewünschter Intensität, wickeln wir noch das Theraband ein-, zweimal ums Handgelenk rum. Okay. Auch je nach Körpergröße und je nachdem, was man für ein Theraband benutzt. Da gibt es ja verschiedene Widerstände. Ich bin es eigentlich so ausreichend. Beim Grünen sind wir jetzt so in der mittleren Stärke. Okay. Ich schaue es nochmal an, wie du das so machst. Hier oben locker bleiben, nicht die Schultern hochziehen. Okay. Die Ellbogen sind leicht gebeugt und der Handrücken zeigt Richtung Decke nach oben. Mit der Ausatmung die Arme nach oben führen, mit der Einatmung lösen. Und wir machen jetzt noch 5 Wiederholungen. Die letzten 4. 3-mal. 2. 1. Geschafft. Sehr gut. Und auch, wo spürst du das? Also ich habe das auch hier gespürt, genau. Aber auch hier, ja. Hier außen. Ist eine Kräftigung für die Schultermuskulatur. Mhm. Die Ellbogen sollten leicht angewinkelt bleiben. Okay. Und sobald die überstreckt sind, spürt man es dann eben auch. Okay. Genau. Sehr gut. Super. So, wir machen noch eine Kräftigungsübung. Mhm. Dazu legen wir mal den Daumen diagonal an den kleinen Finger. Okay. Und drücken jetzt kräftig den Finger gegen die Fingerkuppe des kleinen Fingers. Dies machen wir bevorzugt mit der rechten Hand. 10 Sekunden wird gedrückt. Okay, jetzt
Gutes Mal, vor allem hier. Das wird noch ein zweites oder drittes Mal wiederholt, immer 10 Sekunden halten. Bei der Theragam-Übung machen wir übrigens 2 Sätze 15. Okay. So, und wir kommen dann schon zur letzten Übung. Der Halbkreis, eine Lockerung und Dehnungsübung für den Nacken. Das stört uns wieder luftbreit in unserem Stand mit gebeugten Knien. Und jetzt wird der Kopf im Halbkreis von der einen Schulter zur anderen Schulter bewegt. Gedehnt wird die hintere und seitliche Nackenmuskulatur. Die Bewegung ganz langsam und gleichmäßig durchführen. Und wir machen deshalb nur einen Halbkreis, denn sobald ich einen ganzen Kreis machen würde, wird die Halswirbelsäule überstreckt und gleichzeitig sitzt auch hier unser Gleichgewichtsorgan. Deshalb nur vorne rum den Halbkreis machen. Je nach Bedarf könnt ihr das mehrmals wiederholen. Wir kommen jetzt aber zurück zur Mitte, denn wir sind schon am Ende angelangt. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute da warst, Christian, und uns so viel über Saxophon erzählt hast. Vielen Dank dafür, dass wir so viel lernen dürfen. Möchtest du uns zum Schluss noch was vorspielen? Ja, gern. Ich möchte mich auch bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das weiterzugeben. Und genau, ich spiele noch was. Und mein Instrument, natürlich mein Lieblingssaxophon, das Tenor, seiner ganzen Bandbreite mal hören kann. Okay.